Hallo und herzlich willkommen bei der Nacht der lebenden Loser mit mir in der Hauptrolle. Der nächste Nachholpart, beziehungsweise eigentlich ist es ja nur noch das Castle. Danach wieder alles blind. Ich hab's ja im letzten Part schon gesagt, dass mir der Ingame-Sound in der Aufnahme, ja, ich weiß nicht, jedenfalls, er hat den Ingame-Sound nicht mit aufgenommen und ich wollte jetzt auch nicht alles nochmal von vorne machen, habe ich ja alles auch schon im letzten Part ein bisschen erklärt. Sorry, nochmal dafür. Aber wie gesagt, jetzt das Castle ist der letzte, ist das letzte Level, welches ich sozusagen schon gespielt habe. Und danach ist wieder alles blind. So, ein neuer Part. Was haben wir noch nicht gemacht? Achso, ja, der Hintergrund sieht sehr geil aus. Der Hintergrund sieht sehr, sehr geil aus. jetzt bin ich aber am überlegen, wie ist das Star-Coin? Wo war die nochmal? Ich glaube, ja, bei dem Level war auch eine sehr, 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 sehr fiese Star-Coin. Also, unfassbar fies. Ich habe erst versucht, hier hochzukommen. Also von der Plattform hier links oder von den Steinen hier links und habe versucht da irgendwie hochzukommen, wurde dann getroffen, bis ich klein war. Und dann bin ich hier durchgerannt. Und hier stellt er sich dann heraus, dass auch hier nicht die Starcoin ist, sondern hier. Genau, einfach mit Wandsprung hoch, Starcoin holen. Und das war's auch schon. Die ist noch relativ einfach. Eine ist aber sehr, sehr fies, wie ich finde. Also das fand ich schon unverschämt. Sag ich jetzt einfach mal so. Überlegen, hier war es nicht. Aber hier ist noch eine Eisblume, die lasse ich mal da, falls wir sie brauchen. So. Ja, okay. Ich hatte schon Angst, wir fallen runter, aber alles gut. Hier ist auch nichts. Hier könnte man denken, dass hier was wäre. Also, jedenfalls finde ich hier nichts. Kann ja sein, dass da vielleicht was ist. Ich einfach zu blöd bin. So, weiter geht's. Geh mal zur Seite. Ich bin ein einnehmendes Wesen. Ich brauche meinen Platz. So, du kommst auch mal her. Zack. So, zweite Starcoin. Man geht hier lang, kriegt erstmal einen riesen Herzinfarkt, wenn man hier runterfällt. Aber genau so ist es auch gewollt. Also nicht, dass man einen Herzinfarkt kriegt, aber dass man hier unten reinfällt, hier hoch und weiterspielt. Denn hier ist ja nur ein kleiner Block. Jetzt bin ich ja schon wieder reingefallen und habe mich erschrocken. Hier in dem Block ist nur eine Münze. Genauso wie in diesem Block. Moment, ich komme mal von der anderen Seite. Beziehungsweise bringe ich hier mal oben drauf. Ich habe die zweite Starcoin sehr, sehr lange gesucht. Bis ich denn festgestellt habe, über mir ist ein Block. Aha. Oh. Ja, dann müsste man nur noch da hochkommen und wenn man da... Oh, jetzt bleibe ich natürlich direkt hier stehen. Ich bin so ein Trottel. Oh Mann. Na, das geht ja schon wieder gut los hier. Peinlich, peinlich. Jedenfalls kommt man von da aus in die Röhre. Ich habe mega lang gesucht und dann muss man hier so ein bisschen... Naja. Ein bisschen Geduld bewahren. Eigentlich ist es nicht so schwer. Es sei denn, man versucht da durchzurennen, wie ich beim ersten Mal gestern. Und stirbt gnadenlos. Oh, zurück. Das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher. Obwohl. Schön warten und mal nichts überstürzen. Sagt er und wurde fast getroffen. Starcoin Nummer 2. Also die, wie gesagt, die fand ich schon sehr, sehr fies mit diesem kleinen Block da oben. Ich meine, wer... Oh, wer kommt denn darauf? Ich zumindest nicht. Weil man stürzt da runter und denkt sich, oh, schön, ein paar Münzen. Und er holt sich noch von dem Herzinfarkt. Und am Ende, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Da bin ich gestern auch das eine oder andere Mal runtergefallen. So, vielleicht hat man schon gesehen, hier unten ist eine Röhre. Ich will jetzt nicht nochmal zurückspringen. Oh. Oh Gott, ja, hier unten ist eine Röhre. Schnell rein, nicht an der Wand lang rutschen. Mann, Mario, was ist denn falsch mit dir? Oh Gott, ey.
Ja, ich finde es gar nicht so einfach gewesen, in die Röhre reinzukommen. Weil das Ding einen halt auch sofort wieder wegdrückt. Starcoin Nummer 3. Hinter diesem riesigen Felsen. Wie heißen die eigentlich? Die haben irgendeinen Namen. Den wusste ich auch mal. Aber ich weiß ihn jetzt nicht mehr. Ist auch egal. Ein paar Münzen. Ja, sollen uns verleiten, dass wir hier durchrennen. Aber wir machen ganz in Ruhe weiter. Gut, hier hätten wir vielleicht recht durchrennen können. Jetzt tun wir es einfach mal. So. Na toll, und wir wurden getroffen, weil wir durchgerannt sind und ich mich zum Blöd angestellt habe. Ja, ja, jetzt haben wir auch noch Zeitdruck. Ich habe beim Boss übrigens auch gestern gefehlt. Ich glaube, der Boss ist Wendy. Ja, doch, müsste eigentlich. Oder? Ja, auf alle Fälle die junge Dame. Ich glaube, sie heißt Wendy. Warte mal, hieß das Level nicht auch irgendwas mit Wendy? Boah, ich habe nicht drauf geachtet. Es tut mir so leid. Aber es sieht auf alle Fälle wieder mega cool aus mit den Ohrringen auch an den Kanonen. Coole Idee. Ja, gegen die bin ich gestern einmal gescheitert. Das war sehr, sehr unglücklich. Dadurch, dass sie diese Eiszapfen von oben runterfallen lässt. So, ich gebe jetzt auch eine Chance, gleich anzugreifen und ihre Attacken mal zu machen. Dann seht das auch. Habe ich, glaube ich, mich dreimal gestern treffen lassen und ja, war dann down und war stinksauer. Also, so, hier sieht man es gut. Oh, ich finde, solange man hier so rutscht, ist es gar nicht so einfach, auf sie drauf zu springen. Genau, und so ist das denn gestern auch passiert. Genau so ist das gestern auch passiert. Okay, und jetzt habe ich das gleiche Problem wie gestern. Komm her. Komm her. Nein! Genau so ist das gestern auch passiert. Was stelle ich mich denn so dumm an? Oh. Okay. Okay, Konzentration. Ich bin ein Krieger. Ich bin ein... Oh Gott, ich bin ein Überlebender. Oh Gott, war das knapp. Oh, wieso ist das denn immer so knapp? Ich vertrag das nicht. Meine Fresse, ey. Entschuldigung. Oh, scheiße, ey. Oh, ich hab gedacht, ich wäre tot. Ich krieg hier jedes Mal einen Schreck, wenn man hier reinfällt. Jetzt die Kontenance bewahren. Oh Mann, ich bin so fertig. Ich hab gedacht, wir sterben hier. Eisblume geholt. Locker. Teilen uns hier den Platz mit dem Lappen. Hier warten wir ganz kurz. Keinen Blödsinn machen. Da unten brauchen wir nicht nochmal rein. Hier renne ich jetzt einfach mal durch, obwohl ich es doch eigentlich vermeiden wollte. So. Und wir schnappen uns die Feuerblume. Jetzt ist mir völlig egal, wenn ich die mit der Feuerblume die ganze Zeit beschieße. Ich habe keinen Bock auf die drauf zu springen. Ich habe das gestern schon geschafft, sonst hätte ich ja nicht das nächste Level oder die nächste Welt freigeschaltet. Ja, dir wird das Lachen gleich vergehen, ey. Du kriegst links und rechts kriegst du eine. Wenn du fragst, warum, dann kriegst du noch eine. Oh, das kann doch wohl nicht sein. Wollte schon längst in der neuen Welt sein. Obwohl, beziehungsweise, es gab ja noch... Moment, nee, ich erzähle jetzt nicht weiter, ich konzentriere mich jetzt. Hier, komm. Komm. Hat's mich oft genug genervt. Ja, komm. Komm, oh! Nee, trotzdem lass sie einmal angreifen, aus Höflichkeit. Ja. Krieg trotzdem wieder... Einmal will ich aber auf sie drauf springen. Ich kann halt alles nicht fassen. Schämlich, Mann. Souverän! Haben wir auch das gemeistert. Boah, ey, geht die mir auf die Klöten. Ich hoffe, dass wir die nie wiedersehen. So speichern, definitiv. Okay, das waren jetzt alle Level
die ich gestern schon einmal gespielt habe. Der Secret Exit führt zu einem Virus, wie ihr es euch denken könnt. Boah, manchmal ist es echt sprachbehindert. Führt zu einem geheimen Level. Zur Kairos-Karambolage. Das Level habe ich noch nicht gespielt. Also ab jetzt ist alles blind. Da wirft jemand mit Schneemällen. Warum? Warum ist das so? Und wer ist das? Sicher wieder ein... Nee, ach, ich dachte ein Spike. Das sind also die Kahlrösser. Oh Gott. Oh Mann. Ihr geht mir jetzt schon auf die Klöten. Nun, nimm ihn doch, Mario. Was ist denn dein Problem? Ach, den kann ich, glaube ich, nicht nehmen, weil der zu groß ist. Oh, und... Okay. Hier kann man wohl höher mitspringen. Ah, verstehe, verstehe, okay. Ich verstehe. Oh. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Eis hasse. Ich hasse es wirklich sehr. Und hier oben ist doch sicher die erste Starkerin irgendwo, wenn wir so hoch springen können. Oder da oben. Ja, nee. Okay. Starkerin. Oh Gott. Oh, nicht rutschen. Boah, diese Rutscherei, ey. Dann werf mal deinen Schneeball und... Ja, gut. Können wir die wenigsten... Ja, so können wir sie kaputt machen. Oh Gott, hab... Ich dachte jetzt, wir sterben wieder. Moment, wenn wir jetzt die Stampfattacke machen, können wir den extra hochspringen. Oh, okay. Auch eine Eisblume, die lasse ich mal da stehen. Wir haben immer noch nicht die erste Starcoin, ne? Das ist die zweite, das ist hundertprozentig die zweite. Ich würde gerne damit hoch. So. Nee, ist die erste. Sehr gut. Alles gut. Alles gut. Oh, die hat sich ja auch ganz schön lange Zeit gelassen. Oh, diese Schneebälle. Oh, nein, 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 nein. Nicht treffen, nicht treffen. Noch eine Eisblume. Jetzt habe ich das Gefühl, man wird wieder so verwöhnt mit Eisblumen. Ja, wir brauchen sie. Gut, dass wir sie übrig gelassen haben. Einmal nach oben, bitte. Danke. Was ist denn in dem Block da unten? War hier nicht irgendwo ein... Oh Gott, wir haben Zeitnot. Aber richtig dolle. Ich trödel doch gar nicht so sehr. Ich schaue jetzt mal, ob hier eine Ranke ist. Okay, es ist nur ein Up. Alles gut. Brauchen wir nicht extra dafür nochmal in das Level. Oh, wir müssen da hoch. Okay, gut gekontert. Schlecht gekontert. Mario, schwimmen! Nach oben, bitte. Och. Oh, wir werden wegen Zeitnot sterben. Hoch jetzt. Röhre. Rein. Ach du meine Fresse, jetzt auch noch hier durch. Oh, was war das denn? Ach, wir können auf die Schneebälle drauf. Oh, wir haben noch 40 Sekunden. Das schaffe ich doch niemals. Ich muss noch die dritte Starcoin finden und zum Ausgang. Wie soll das denn funktionieren? Ich muss mich jetzt so treffen lassen. Ah, scheiß auf die Eisblume. Entschuldigung. Hier hoch? Hier hoch? Bitte. Ja! Da ist er, da ist er. 19 Sekunden noch. Okay. Okay. Oh nein. Oh, wie lang ist denn dieses Level? Oh, schon wieder getroffen. Oh! Das Ende. Yay. Oh, das war... Oh, Mann, ey. Jetzt ärgert es mich einerseits, dass wir so am Ende durch das Level rushen mussten, aber dass wir für das Risiko belohnt wurden, das finde ich wiederum ganz nice. Okay. Oh, eine Achterbahn. Eine Knochenbahn heißt die, glaube ich, ne? Und wir kriegen eine Meldung. Alle Sternmünzen der Eiswürfelfäller gesammelt. Wofür das so gut ist. Wir werden sehen. Fahren wir jetzt damit? Die führt uns wahrscheinlich eh nur zu einer anderen Welt. Denn, nee, wir machen jetzt ganz regulär weiter.
Und wir hatten ja nach der zweiten Welt, nach der Wüstenwelt. Oh, die will ich gerne mitnehmen. Hopp! Ausgezeichnet. Wir hatten ja nach der zweiten Welt die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ich gehe auch mal kurz in das Abhaus. Wir hatten ja die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Zwischen der Wasserwelt. Ja, das Spielchen kennen wir schon. Zwischen der Wasserwelt und der Eiswelt. Weil mir beides nicht liegt, war es eigentlich relativ egal, welche wir nehmen. Ich hatte so ein bisschen Angst vor beidem, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem Eis, mit der Rutscherei, das weiß ich nicht. Also ich finde das schon sehr, sehr nervig. Na klar gehört es dazu und es macht ja auch Spaß und es macht ja auch den Reiz der Welt aus. Aber ja, trotzdem war es irgendwie. Och, jetzt habe ich keins mehr am Ende bekommen. Trotzdem war es ein bisschen nervig. So, okay. Wie viele kriegen wir? 3 Stück. Nein, das geht doch. Trotzdem ist es halt sehr nervig, wenn man dann oft dadurch stirbt. Ah, jetzt haben wir die Eiswelt hinter uns gelassen. Mal gucken, ob sowas nochmal kommt. Vielleicht in einem Level nochmal oder in 2 Leveln. Wer weiß. So, und du, Blubberbären, komm mal bitte mit. Du kommst jetzt mit in die Wasserwelt. So, wie hießen die nochmal? Ach, das Minzmeer. Boah, ich stehe gar nicht auf Minze. Ich verstehe auch nicht, wie Leute Minze mögen können. Oh, das ist so. Wer mag denn bitte Minze? Schmeiß ich noch ein Item ein? Nee, ach, wir machen es so. Wir haben ja auch den Yoshi, der hilft uns. Strand der 1000 Fontänen. Der hilft uns ja auch ein bisschen, wenn er hier bleibt. Oh, ich kann gar nicht verstehen, wie man Minze mag. Also das erschließt sich mir gar nicht. Ich verstehe auch nicht Leute, die After Eight essen. Warum isst man denn, wenn man Schokolade essen will, was Minziges? Verstehe ich einfach nicht. Okay. Oh, ich dachte, wir kommen da vielleicht hoch. Ach so, von der Fontäne aus. Ja, clever. Die Steine kann der Yoshi nicht fressen, glaube ich. Aber wir können die Gegner in unsere Seifenblasen einschließen. Sehr gut, ein Pilz. Der war wichtig. Hier wird es vermutlich auch das ein oder andere Wasserlevel geben. Ich werde nicht mit dem Yoshi in die Unterwasserlevel gehen, aus dem Grund, dass man einfach viel besser durch den Yoshi schwimmen kann und man kann die ganzen Fische wegfressen, die Schiebschiebs und die Blooper. Und ich finde das war aber auch, oh, ein gemeiner Treffer. Ich finde das einfach ein bisschen, ja, ist schon, macht die ganze Sache schon erheblich einfacher. Moment. So, sehr gut. Was ist denn daran? Von hier? Nein, okay. Wie kommen wir denn da rein? Vielleicht wenn es runter geht? Obwohl, die hört so abrupt auf. Vielleicht wenn es hoch geht. Okay, wir probieren es nochmal, wenn es hoch geht. Die ist ja blöd positioniert. Also, so ein. Nee, okay. Warte mal kurz, ja. Ach so, vielleicht hätten wir den Gegner vereisen müssen und dann da. Kommt mal hier noch. Okay. Ich dachte vielleicht. Ah, mit einem Wandsprung oder so. Ich glaube, das kriegt man hin. Also, vielleicht kriegen das andere hin, aber. Nee, okay, ich krieg's nicht hin. Dann warte mal hier kurzer. Ich guck mal, ob wir hier noch einen Gegner haben. Ein Schieb, oh, er hilft uns, glaube ich, nicht. Den kriegen wir ja auch nicht raus. Warte mal, ich guck mal, ob dahin vielleicht noch einer ist. Hier, du kommst. Oh, ich wollte ihn doch vereisen. Na, jetzt hätte ich die roten Münzen einsammeln sollen. Es läuft ja wieder hervorragend in diesem Part. Es läuft ja wieder hervorragend. Ja, okay, die hole ich gleich beim Nachsitzen. Ja, komm her. Oh, Piranhas. Überall Piranhas.
Ach, das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt. Geht's hier rein? Hier geht's doch sicher rein. Oh. Achso, wir können so eine Drehattacke, wenn wir im Wasser sind. Das wusste ich noch gar nicht. Aber wir hatten, glaube ich, auch den blauen kleinen Yoshi noch nicht in einem Wasserlevel. So, jetzt reizt es mich, zurückzugehen. Sorry, ich will da jetzt nochmal zurück. Wahrscheinlich ist es eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich will da jetzt irgendwie rankommen. Wir haben Zeitnot. Aber wir kommen da echt nicht ran, oder? Oh Mann, ich hätte die so gern. Ich will das Level nicht nochmal spielen. Ach, ich... Oh, es tut mir leid, ich bin so ein Trottel. So, einmal nach oben bitte. Und jetzt Avanti. Ach Mensch, ich hatte gedacht, der Fisch da unten war wieder vielleicht respawned und dass wir auf den drauf können, wenn wir den vereist haben. Aber anscheinend nicht. Hier unten ist doch hundertprozentig was. Oh, komm, kurzer. Wir müssen da rein, wir haben Zeitnot. Schon wieder... Ein Ab? Nee, okay. Habe ich keine Zeit für. Wo ist denn die dritte Starcoin? Wo ist die dritte Starcoin? Ein Powerblock? Warte mal bitte. Müssen wir... Nein! Oh Gott sei Dank, der ist er. Und wir lassen keinen zurück. Wir lassen keinen zurück. Auch wenn wir sterben, wir lassen keinen zurück. Wir sterben. Wir sterben mit Sicherheit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber es fehlt hier eine Starcoin. Ah, das ärgert mich. Oh, das ärgert mich so ungemein. Aber wir lassen keinen zurück. Ich wollte ihn da jetzt nicht stehen lassen. Schließlich hat er auch in dem Level einen guten Job gemacht. Kann man schon so sagen. Aber eigentlich stört er, wenn wir jetzt das Starcoin holen. Obwohl, nee, wir können ihn ja jederzeit absetzen. Okay, wichtig ist nur, dass wir die Eisblume behalten. Ich schneide jetzt mal an der Stelle nicht. Ja, okay, wir müssen kurz warten. Nichts überstürzen. Ja, geh mal weg. Ich schneide übrigens aus dem Grund nicht, am Ende passiert wieder irgendwas. Ach, den hätte ich gebraucht. Moment, der Cheep da unten. Boah, was ein Treffer. Okay. Oh ja, sehr gut. Ich schneide übrigens aus dem Grund nicht, am Ende passiert wieder irgendwas Irrwitziges. Und ja, ich denke mal, das ist dann immer noch relativ unterhaltsam. Boah, das hast du sehr gut gemacht, Lober Bernd. Ich renne jetzt hier einfach noch durch. Wir haben alles. Hintergrund mega, mega schön. Mega, mega, mega schön. Also... Ich weiß, ich sage das zu oft, aber ich finde das Spiel einfach optisch so ansprechend. Noch ein? Haben wir noch ein Level? Oder? Was hatten wir jetzt? Wir hatten das Castle. Achso, die Kahlwasser. Ja gut, es sind ja schon drei Level. Ich würde sagen, das reicht dann auch für den Part. Geht ja auch nicht ganz so lange. Brauche ich auch nicht so lange Zeit zum Upload. Ja doch, das passt so. Gut, Entschuldigung, das musste ich erstmal überlegen. Was labere ich da? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.